Dank eines Augenzeugen, der sofort den Brand einer Werkstatt in Lörrach meldete, konnte Schlimmeres verhindert werden. Am Montagabend, den 22. Februar 2021, geriet eine Kfz-Werkstatt in der Wiesenthalstraße in Lörrach in Brand. Stefan Schepperle, stellvertretender Stadtbrandmeister der Stadt Lörrach, berichtet. Die Freiwillige Feuerwehr Lörrach, Abteilung Lörrach, wurde heute Abend um 22.06 Uhr alarmiert zu einem Werkstattbrand in einer Pkw-Werkstatt. Während der Anfahrt der ersten Kräfte eines Löschzuges wurde gemeldet offenes Feuer innerhalb der Werkstatt sowie in den darüber liegenden Wohnräumen eine unbekannte Personenanzahl. Daraufhin wurde die Alarmstufe auf Brand 4 erhöht, das heißt ein zweiter taktischer Löschzug. Beim Eintreffen des ersten Löschzuges konnte relativ schnell ein Pkw-Brand innerhalb der Werkstatt festgestellt werden. Die Kräfte gingen unter schwerem Atemschutz mit zwei C-Rohren vor, hatten das Feuer relativ schnell unter Kontrolle und abgelöscht. Die darüberliegenden Wohnräume wurden abgesucht. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das DRK 10 Bewohner des Gebäudes im Äußeren bereits in Sicherheit gebracht. Die sind von selbst rausgekommen und wurden gesichtet und gesammelt. Es kamen keine Personen zu Schaden. Die Feuerwehr Lörrach war mit etwa 11 Fahrzeugen und etwa 70 Einsatzkräften im Einsatz. Der zweite Zug brauchte nicht mehr eingesetzt zu werden. Des Weiteren war der Energiedienst sowie die Badenova vor Ort sowie der Fachberater des THW. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zum jetzigen Stand scheint laut Polizei eine technische Ursache wahrscheinlich. Die Schadenshöhe wird im niederen sechsstelligen Bereich geschätzt. Die letzten Kräfte konnten gegen 23.30 Uhr einrücken. Sehen Sie nun das Abrücken der Einsatzfahrzeuge.